Traumschiffstar Daniel Morgenroth, Kollegin Johanna ist seine große Liebe. Auf dem ZDF-Traumschiff ist Daniel Morgenroth die rechte Hand von Florian Silbereisen. 41, stellt Kapitän Max Parker dar. In der Serie spielt der 58-Jährige die Rolle von Staff-Kapitän Martin Grimm. Der hat ein Auge auf Hoteldirektorin Hanna Liebholt, Barbara Wusso, 61, geworfen und in der Folge das Traumschiff, Coco Island. Die das ZDF am zweiten Weihnachtstag zeigte, kamen sich die beiden endlich näher. Privat ist Daniel Morgenroth lange glücklich vergeben. Vor über 20 Jahren lernte er Schauspielkollegin Johanna Klante. 46, bei einem Filmdreh in Australien kennen. Da war es um den Fernsehstar geschehen. In der roten Weite Australiens sind wir sozusagen aufeinander geknallt. Es war Liebe auf den ersten Blick. Für mich hatte Johanna eine umwerfende Natürlichkeit, schwärmte der 58-Jährige über das Kennenlernen mit seiner Liebsten gegenüber Bunte. Hals über Kopf konnte sich Daniel Morgenroth allerdings nicht in eine Beziehung mit seiner Kollegin stürzen. Denn sowohl er als auch Johanna Klante waren vergeben. Doch ihre Anziehungskraft war immens. Wir waren wie Magnete. Es ging einfach nicht ohne den anderen. Wir haben dagegen gearbeitet. Aber gegen so große Gefühle waren wir machtlos, gab auch Johanna Klante zu. Trotz der großen Anziehungskraft und der gemeinsamen Zeit in Australien, seien sie zunächst wieder auseinandergegangen und in ihre alten Leben nach Berlin und München zurückgekehrt. Nach ihrer Affäre in Australien wollten die beiden erst einmal Funkstille, doch lange hielt die Vereinbarung nicht. Vergessen konnten sie einander nicht. Johanna ging mir nicht aus dem Kopf. Ich hatte jeden Tag das Gefühl. Mir fehlt mächtig etwas, wenn ich diese Frau nicht bei mir habe, erklärte Morgenroth. Beide trennten sich, gestanden sich ihre Liebe und gründen ihr Liebesglück mit zwei Töchtern. Verwendete Quellen, Bunte, Goldene Kamerade.